Moin und herzlich willkommen zur 65. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni 2011 und Gold macht heute ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief. Gleichzeitig, nachdem wir runtergelaufen sind, Überraschung, der tiefste Wert, den wir hatten, war glaube ich bei 15,19. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir hier eine Marke haben bei 15, 18, 20. Das heißt, hier im Bereich dieser horizontalen Marke, die wir immer wieder miteinander besprochen haben, hat Gold Unterstützung gefunden, ist nach oben gelaufen. Das hier ist natürlich keine Hammerkerze. Das hier ist eine Hanging Man Kerze, also ein gehängter Mann. Es sieht aus wie ein gehängter Mann und wird dadurch verstärkt, dass der Körper rot ist. Der kann auch grün sein, aber wenn er rot ist, ist die Reversal-Wirkung größer, braucht aber eine Bestätigung, nämlich einen Schlusskurs oberhalb dieses Schlusskurses. Man muss auch abwarten, ob diese Kerze am Ende des Tages so aussehen wird oder nicht. Sollte Silber weiter nach oben laufen, was deutlich unwahrscheinlicher ist, die Variante, nämlich dass Gold nach oben läuft, sollte Gold weiter nach oben laufen, muss man auf diese Stundenlinie achten. Das habe ich im 3-Stunden-Chart gezeigt und habe das auch gestern im 3-Stunden-Chart gezeigt. Ich zeige sie noch einmal. Dieses Hoch und dieses Hoch berührt dieses Hoch. Das war dieses Hoch bei 15,50, was wir hatten. Sollten wir hier über diese Linie gehen, sollten wir deutlich über der 15,50 gehen per Stundenschlusskurs und per Tagesschlusskurs, dann können wir noch weiter nach oben laufen und zwar in Richtung 15,60. Diese Variante ist aber deutlich unwahrscheinlicher als die Variante, dass wir weiter nach unten laufen werden. Warum? Darum. Wegen dieses bärischen Kals, in dem Gold drin gewesen ist, und zwar ist das ein recht große Formation, eine recht große Formation, die schon seit dem 17. Juni sich aufgebaut hat, die haben wir nach unten gebrochen, sind jetzt zwar auf dem Weg nach oben, das ist aber das Retracement, das ist wegen dieser Marke bei 15,18. Es ist aber zu erwarten, dass selbst, wenn wir noch höher gehen werden, dass wir hier im Bereich von 15,30 morgen bis 15,42 hier auf massive Widerstand treffen werden. Und dann muss man damit rechnen, dass die Bewegung nach unten fortgesetzt wird. Jemand hat mir in den letzten Tagen geschrieben, ich würde immer das Gleiche machen. Ja, Charttechnik ist auch immer das Gleiche. Es gibt Dreiecke, es gibt bullische Kals, es gibt bärische Kals, es gibt bullische Wimpel, bärische Wimpel und es gibt Bullenflaggen und Bärenflaggen. Man muss sie nur richtig einzeichnen und auch richtig deuten können. Aber ansonsten, ja, beim Traden macht man letztlich eigentlich immer das Gleiche. Bleiben wir bei Gold und wechseln wir auf den Tageschart. Sollte die 15,18 Marke ein zweites Mal getestet werden, ist ihre Wirkung natürlich deutlich schwächer. Darunter wartet natürlich die 20-Tage-Linie bei 15,15. Wichtige Unterstützung. Wenn die 20-Tage-Linie bricht, dann ist die nächste Marke für mich wirklich direkt an die 14,98 und darunter bei 14,93 die 50-Tage-Linie. Darunter kommt dann auch im 3-Stunden-Chart gezeichnet diese Linie als Unterstützung und die würde dann, wenn wir runterkommen, dann auch im Bereich dieser horizontalen Marke bei 14,86 laufen. Das sollte für die nächsten ein, zwei Tage auf jeden Fall reichen. Nach oben hin, wie gesagt, ist die Marke bei 15,50, die müssen wir deutlich nehmen und darüber kommen wir dann schon bei 15,62 als Widerstand. Wie gesagt, deutlich wahrscheinlicher, dass wir die Bewegung nach unten fortsetzen werden, weniger wahrscheinlich, deutlich weniger wahrscheinlich, dass wir jetzt hier nach oben laufen werden, zumal wir jetzt hier die K-Linie, die D-Linie gekreuzt hat. Die K-Linie ist aktuell noch oberhalb der 80er-Marke, nämlich bei 81,60. Das heißt, wir haben zwar nach wie vor diese bullische Formation, sobald aber die K-Linie diese 80er-Marke nach unten verlässt, haben wir nicht mehr dieses absolut bullische Phänomen in der Stochastik, sondern wir haben eine valide Verkaufsformation. Passend dazu ist das Momentum, fängt es an, sich nach unten zu richten. Schauen wir auf Gold, und zwar auf die Trendlinien. Ich habe hier, was ich eingezeichnet habe, ist, wir hatten ja diese dicke, initiale, aufsteigende Trendlinie seit dem 28. Januar. Hier Berührung, hier Berührung, hier Berührung, hier der Bruch und dann wieder reingegangen. Ich habe die jetzt mal nach unten gezogen, damit wir sozusagen eine intakte Trendlinie haben. Da haben wir aber nur eine Berührung hier, hier ein bisschen Schatten und hier ein Körper. Auch hier hat diese Marke, diese Trendlinie Unterstützung gegeben. Nämlich genau bei 15,19. Das heißt, am morgigen Tage müssen wir nochmal auf diese schon einmal gebrochene Trendlinie achten. Wenn die dann wirklich gebrochen ist, dann muss man diese dicke Linie dann gestrichelt machen, weil sie deutlich weniger Kraft hat. Die verläuft morgen bei 15,19.
15, 27 und darunter diese neuere Linie, die verläuft bei 15, 20. Darauf muss man achten und die anderen Marken habe ich Ihnen genannt. Schauen wir auf Silber. Silber ist heute auch mit einem tieferen Hoch und einem tieferen Tief, macht aber eine massive Bewegung nach unten. Macht eine wirklich massive Bewegung nach unten und wir haben mittlerweile bei Silber eine valide Verkaufsformation in der Stochastik. Die K-Linie hat die D-Linie gekreuzt und ist bei 66. Das Momentum läuft flach und wie man hier heute sieht, wir sind gerade dabei, ob es so bleiben wird, aber wir sind gerade dabei, die 20-Tage-Linie aufzugeben. Die 100-Tage-Linie dient noch als Unterstützung und wir sind oberhalb, und diese Marke hatte ich Ihnen genannt, oberhalb der 36,05. Das heißt, wir sind runtergekommen und haben, das hatte ich gestern mit Ihnen besprochen, im Bereich dieser Zone, nämlich 20-Tage-Linie, 36,05, 100-Tage-Linie, Unterstützung gefunden und gehen nach oben. Frage bleibt, bleiben wir oberhalb der 20-Tage-Linie oder schließen wir unterhalb der 20-Tage-Linie? Nichtsdestotrotz ist mit einer Fortsetzung der Bewegung nach unten zu rechnen, ob es morgen genauso weitergehen wird oder ob Silber eine Intraday, also eine, entschuldigen Sie, eine Kerze macht, dessen Körper hier innerhalb dieses Körpers ist oder sogar ein bisschen höher geht, kann ich Ihnen nicht sagen, aber die Hauptbewegung, was ich Ihnen schon hier gesagt hatte, nachdem hier das Dreieck gebrochen war, die Hauptbewegung ist jetzt weiter nach unten gerichtet. Marken, ganz wichtig, 36,05, hatte ich Ihnen gesagt, darunter die 100-Tage-Linie, die verläuft heute bei 3,574, darunter haben wir die 3529, darunter haben wir die 3465. Was ich Ihnen einmal zeigen möchte ist, wir haben hier ein Hoch, hier haben wir ein Tief. Dieses Hoch ist tiefer als dieses Hoch und dieses Tief ist tiefer als dieses Tief. Das ist die Definition eines Downtrends. Dann kommen wir hoch, machen ein neues Hoch. Und dieses Hoch ist wiederum tiefer als dieses Hoch. Das heißt, hoch 3 ist tiefer als hoch 2 und hoch 2 ist tiefer als hoch 1. Tief 2 ist tiefer als tief 1. Das ist Downtrend. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein tieferes Tief bekommen als dieses Tief, nämlich bei 3229. Ob das so passieren wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Warum kann ich Ihnen das nicht sagen? Darum kann ich es Ihnen nicht sagen, weil nämlich hier, je nachdem wann wir auf diese Linie treffen werden, irgendwo bei 3,4 bzw. bei 3,3, entschuldigen Sie, sagen Sie mal ganz genau, ungefähr 3,4, 3,6 oder 3,450 bis in etwa 3,360 wartet hier massive Unterstützung auf Silber. Sie müssen sich noch einmal diese Linie anschauen seit August, die wir dreimal berührt haben, hier nur ein Schatten, nicht mal den Körper. Da muss man abwarten, was Silber mit dieser Unterstützung machen wird. Nichtsdestotrotz seine Fortsetzung, zumindest hier in diesem Bereich, deutlich wahrscheinlich, dass das Silber jetzt dreht und nach oben laufen wird. Und wir machen nochmal etwas Edukatives. Was ist diese Formation? Schauen Sie sich das an. Starke Bewegung nach unten. Dann laufen wir hier so in ganz engem Range nach oben, dann gibt es eine starke Bewegung nach unten. Das hier ist eine Stange, das hier ist die Flagge und das ist die nächste Stange. Das ist eine Bärenflagge und das ist die nächste Stange und jetzt sind wir in der nächsten Flagge. Jetzt muss man abwarten, ob die Bären die Kraft haben, noch eine dritte Flagge hinzulegen. In der Regel sieht man nicht mehr als drei Flaggen. Das heißt aber nicht, dass sie bitte nach der dritten Flagge diesen Markt kaufen sollen. Dieser Markt ist aktuell short. Bitte bedenken Sie das. Ich wollte Ihnen das nur einmal gezeigt haben. Das heißt, selbst wenn Sie diesen Move verpasst haben, als wir hier diese aufsteigende Trendlinie um 15-Minuten-Chart, schauen Sie sich das selber an, kann man das wunderbar einzeichnen, einen Kanal. Als wir hier drunter gegangen sind, heute Mittag, gab es eine wunderbare Möglichkeit, wieder Silber zu shorten. Und ich zeige Ihnen noch einmal SLV im Stundenchart und schauen Sie sich das an. Bewegung nach unten massiv, Volumen. Bei der nächsten massiven Bewegung nach unten noch mehr Volumen. Wir gehen nach oben, das Volumen verschwindet. Silber ist gerade auf dem Weg, die Bewegung nach unten fortzusetzen. Ob es gleich morgen so weitergehen wird oder es übermorgen sein wird, kann ich Ihnen nicht sicher sagen. Und ich zeige nochmal GLD nochmal. Als wir hier nach oben gegangen sind, gab es zwar viel Volumen, aber seitdem wir hier bei der 15,50 hängen geblieben sind, auch hier
rote Kerze, viel Volumen, nächste rote Kerze, viel Volumen, auf dem Weg nach oben, wenig Volumen. Nichtsdestotrotz, Gold ist oberhalb der 20 und der 50-Tage-Marke. Vorsicht ist dort geboten, ist in meinem Dafürhalten kein Chart, den ich persönlich shorten wollen würde. Zusammenfassend, sowohl für Silber als auch mit Gold sind in den nächsten Tagen weiter fallende Kurse eher wahrscheinlich als steigende Kurse, wobei sich Gold deutlich stärker präsentiert als Silber. Nichtsdestotrotz, bullish ist dieser Goldmarkt nicht mehr und der Silbermarkt ist in meinem Dafürhalten short, und es ist mit einer Fortsetzung nach unten hin weiter zu rechnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte empfehlen Sie diese Seite weiter und vielleicht ist es Ihnen möglich, wenn Ihnen diese Videos gefallen, vielleicht einmal auf den Daumen zu drücken und mir ein sogenanntes Like zu gönnen. Das können Sie auch auf der Blogseite, wenn Sie unterhalb des Videos gucken, können Sie auch eine Bewertung abgeben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Freitag. Guten Handel für den morgigen Tag. Wolke P.